Anaconda Dream. Hallo, ich bin Sophia, Anaconda Dreams. Es gab ganz lange nichts mehr von Kaya und Nira zu hören, weil ich bin umgezogen, sitze gerade auf meinem neuen Balkon. Ich habe einen neuen Job. Ich bin so gestresst, ich komme zu gar nichts. Dennoch muss ich euch jetzt eine ganz kurze Special-Folge zeigen, denn Kaya ist Mama geworden. Heute habe ich mir endlich mal die Eier angucken können. Richtig viele Eier hat sie gelegt. Ja, Kaya und Nira haben so ein bisschen machen dürfen, was sie wollten. Die sind dann zusammengezogen. Das zeige ich euch dann mal in anderen Vlogs. Das habe ich schon so ein bisschen zusammengeschnitten, aber ich habe gerade einfach keine Zeit. Jetzt einfach nur, ich bin so aufgeregt, weil... Ja, das ist für mich das erste Mal. Ne? Also Kaya und Nira, ich habe sie nie bei der Paarung gesehen, aber sie haben offensichtlich den einen oder anderen Python-Porno hingelegt. Und ich habe dann Kaya irgendwann schon verdächtigt, trächtig zu sein, weil sie hat dann aufgehört zu fressen, wurde aber immer dicker und immer träger und wollte nicht mehr angefasst werden. Am Anfang ist sie nochmal aus dem Terrarium rausgelaufen, aber nach spätestens nach einer Stunde ist sie dann wieder zurück ins Terrarium. Ja, dann wurde sie immer dicker, immer anfasssensibler. Es passte alles so sehr zum trächtig sein. Und dann habe ich ihr, zeige ich euch jetzt nochmal, so einfach mal auf gut Glück hier diesen Blumentopf gekauft. Weil sie hatte kein geeignetes Ablageversteck in ihrem Terrarium. Da habe ich ein Loch reingesägt. Naja, da blieb mir irgendwie nichts anderes übrig, als umzuziehen. Mitsamt unter Umständen trächtigen Pythons. So ganz sicher wusste ich es ja nicht. Dann hat sie sich nochmal gehäutet. Und dann habe ich gelesen, danach kommt dann innerhalb von 2 Wochen die Eiablage. Dann kam aber nichts, habe ich nochmal gelesen. Dann habe ich erfahren, es gibt 2 Häutungen. Erstmal eine, dann nach ungefähr einem Monat noch eine und dann legen sie Eier. Hat sie dann tatsächlich auch genauso gemacht, nochmal eine richtig schöne Häutung hingelegt. Und dann irgendwann habe ich sie plötzlich auf dem Kletterast, also beide total träge gefressen, hat sie seit Wochen und Wochen und Wochen nicht mehr. Ich dachte, das könnte natürlich jetzt auch am Umzug liegen, aber dann habe ich sie vor ein paar Tagen gesehen, dürr wie ein Zaunpfahl. Und da war mir schon klar, dann habe ich das gelüpft, das Versteck, die Eier gesehen. Das Witzige ist, er ist immer mit dabei, wenn sie mal kurz sich sonnt. Ich glaube, die heizt sich dann auf, um die Eier gut bebrüten zu können. Dann liegt er drauf. Die liegen auch manchmal gemeinsam auf den Eiern. Also die machen weiterhin, also seit die sich kennengelernt haben, sind die unzertrennlich. Und die machen auch bei den Eiern irgendwie eine Co-Produktion. Ich glaube, er ist genau aufgeregt wie sie mit den Eiern. Ich darf übrigens da in das Versteck nicht. Ich werde angezischt. Schaut mal, was Kaya für ein Hungerhaken geworden ist. Aber das hat Gründe. Das hat Gründe. Es ist total aufregend. Da liegt jetzt Nira drauf, der Vater. Oh oh, die verschimmeln schon die Eier. Ja, das ist natürlich, wenn man die nicht in die Brutbox tut, dann wird man nichts, wird das meistens nichts. Aber ja, witzig ist auch, dass sie sich zusammen anscheinend um die Eier kümmern. Aber Kaya ist Mama geworden. Und ich glaube, Kaya muss jetzt dringend was essen. Hat eben schon eine Maus gegessen. Und jetzt werde ich sie noch mal füttern. Weil das Mädchen ist, war mal so schön und fett und ist jetzt ein kleiner Hungerhaken. Aber sie hat auch viele Eier gelegt. Süße, bist du Mama? Hm? Tut mir leid, dass aus den Eiern nichts wird, aber so richtig gebrauchen kann ich deine Babys auch nicht. Sorry. Ich zeige euch irgendwann auch den Blog, wie die beiden sich kennengelernt haben und. Wie es dazu kam. Im Augenblick, wie gesagt, ist bei mir Land unter. Ich habe keine Zeit zu gar nichts. Hier ist ihr Terrarium. Ich habe doch irgendwie mein Handy irgendwo hingestellt und nehme gerade auf. Aber die ganzen Hater können jetzt auch langsam mal einpacken. Meine Schlangen sind nicht nur saumäßig gesund, sie fressen, sie sind keine Futterspezialisten, sie sind entspannt, sie sind nicht aggressiv. Nee, sie pflanzen sich sogar fort. Leider ist jetzt nicht zu erwarten, dass aus den Eiern was wird. Erfahrungsgemäß, wenn man versucht, die im Terrarium ausbrüten zu lassen, da kriegt man das Klima einfach nicht richtig hin. Da braucht man schon so einen Inkubator. Ich überlasse jetzt alles im Zufall. Ich wollte jetzt Kaya nach dem stressigen Umzug nicht nur noch ihre Eier wegnehmen, gehe aber davon aus, dass nichts draus wird und wenn wieder allen erwarten, noch was, doch was draus wird, dann habe ich eh so ein kleines Problem, weil da muss ich gucken, was ich mit den ganzen Pythons mache, weil sie hat auch ein richtig großes Gelege halt hingelegt. Also ich würde sagen, 10 Eier oder sowas. Das war eben nur ganz kurz, um mal zu zeigen,
wie lange jetzt die Pause war. Ich war einfach nur im Stress, neuen Job suchen, Wohnung suchen in Berlin, umziehen und tausende Sachen. Ich wollte eigentlich eine Ostern einen neuen Blog machen. Hier, schaut mal. Herzlich willkommen zur Oster-Edition. Hier wären die Ostertiere und das Osterei. Das eine Ostertier namens Kaya, frisch gehäutet. Hier ist das Osterei. Also, frohe Ostern. Das, ja, das eine Ostertier namens Kaya ist gerade, glaube ich, kamerascheu. Ne? Das sind meine beiden, ganz aktuell meine beiden. Mira ist jetzt 8 Monate alt. Ja, so sieht er aus. Kleiner Kerl. Ja. Kaya verzieht sich gerade auf die Mäusekäfige. Kaya, ein kleines bisschen größer. Ja. Vorsichtig, du, Henrike, nicht, dass du gebissen wirst. Ach, du spielst mit dem Osterei. Naja. Hallo Kaya. Na? Wir müssen jetzt beide wieder ins Terrarium zurück. Kaya ist frisch gehäutet. Gut gelaunt wie immer, verfressen wie immer. Ach, der Kleine verkrümelt sich unter mir. Ja, erstmal frohe Ostern von allen Tieren. Jetzt macht die das Ei kaputt, das ist ein rohes Ei. Ja! Vorsichtig. Ich habe hier gleich eine Riesensauer. Ach du meine Güte. Ja, gut. Ach, Tiere sorgen doch für viel Freude. Ich werde mal das ganze Gefiecht. Vorsicht, Henrike, das ist ein rohes Ei. Oh nein. Oh nein. Und das war's. Kaputt ist es. Na super. Dann komme ich nochmal zum Putzen. Perfekt. Ja, dann isst du jetzt eine Rotschale. Super, Henrike. Und ich darf putzen. Naja, frohe Ostern. Frohe. Ah ja, Kaya interessiert sich für Henrike. Tut sie übrigens generell so. Ja. Und was sagst du zum Ei? Naja. Das ist ja eine turbulente Oster-Edition. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Ich halte euch auf dem Laufenden, was mit den Eiern passiert. Bitte erwartet nicht zu viel, weil, wie gesagt, im Terrarium, da kriegt man meistens das Klima nicht hin. Es kann einfach sein, dass nichts draus wird. Das ist dann auch nicht meine Schuld oder sowas. Das ist eigentlich das, dass man schafft, im Terrarium die Eier auszubrüten. Bin ich dann auch nicht böse drum, weil da muss man ja eh die Pythons loswerden und das ist dann ja auch wieder Stress. Es sind ja auch viele. Ich will dann nicht noch 10, 12 Baby-Pythons noch zusätzlich haben. Eier zählen konnte ich noch nicht, weil immer eine Schlange drauf liegt. Und vor allen Dingen, wenn Kaya sieht, dass ich jetzt Versteck lüpfe, dann kommt sie in Windeseile wieder her. Also ich hatte jetzt nur heute mal die Gelegenheit, sie kurz zu sehen, weil sie hat immerhin jetzt eine Maus gefressen. Bin ich sehr glücklich drüber, weil ich hatte befürchtet, dass sie jetzt auch während sie brütet nichts isst. Und sie ist, wie ihr seht, wirklich sehr dünn geworden. Und also ich hoffe, dass sie die nächsten Tage noch mal ein bisschen was annimmt. Im Augenblick ist sie halt, wenn ich das Terrarium aufmache, ist ihr das nicht so ganz koscher. Und dann haut sie immer ganz schnell zu ihren Eiern ab. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin. Ciao.